für mich vorbildhaft ist. Ich will zwar über andere Länder schimpfen, aber ich finde es ganz toll, wie die Österreicher die ganze Zeit, auch wenn es schwer ist, die jetzt auch nicht immer sozusagen, wir haben auch schon Mulmig. Also ich bin in Eggenberg aufgewachsen und ich habe einiges erlebt in Eggenberg, aber das waren wirklich Eggenberger und keine Flüchtlinge. Also war auch nicht immer lustig, aber ich habe Eggenberg gut überstanden. Das lernen wir auch. Wir lernen es auch gut überstehen. Und vielleicht ist es sogar eine Bereicherung, oder es ist sogar eine Bereicherung für uns. Und ich möchte mich bei allen bedanken. Guten Abend. Ich wollte Ihnen zu einem Lernbeschreibung fragen. Möchte Sie noch fragen, wie viele Flüchtlinge haben Sie eigentlich bei sich zu Hause schon? Meine Frau und ich betreuen nachweislich zwei unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Meine Frau ist auch schon in Pension, ist Englischlehrerin in einem Gymnasium und unterrichtet oder versucht mit Leuten in einem Flüchtlingsheim draußen am Buchertberg mit den Leuten Englisch zu lernen, damit auch diese Möglichkeit besteht eines Deutschunterrichts, also Deutsch-Englisch, das wird im Wesentlichen gelernt. Und sie macht es 2 bis 3 Stunden pro Woche ehrenamtlich. Und es gibt viele, ich sage Ihnen ganz ehrlich, es gibt sehr, sehr viele, gerade aus der Lehrerschaft, gerade Lehrer, die schon in Pension sind, die sich da stark engagieren, extrem stark engagieren, weil das ist die Grundlage dafür. Deutschkenntnisse sind nur die Grundlage dafür, dass man Leute überhaupt in den Arbeitsprozess eingliedern kann. Und das wird uns, das passiert überall, wie ich weiß, ist auch der Bürgermeister dabei, die entsprechenden Maßnahmen zu setzen. Ich wollte nur noch sagen, und zwar, man darf seine Meinung heutzutage nicht mehr sagen. Wenn man Bedenken hat gegenüber Flüchtlingen und man sagt, was ist man ausländerfeindlich oder Nazi oder sonst irgendwas. Wenn ich in dieser Situation wäre, die diese Leute sind, die sich Kinder haben, in einem Kriegsland wäre, würde ich das wahrscheinlich auch machen, in eine Hand gehen, wo mir geholfen wird. Aber wenn wir das in diesen Ländern machen würden, so wie die das bei uns machen, dann sehen wir Österreich nie mehr, weil ich wäre uns weg und köpfen uns. Weil, wenn ich flüchten muss, dann bin ich dankbar für alles, was ich bekomme in diesem Land und fordere nicht Moschee. Unsere Kinder sollen Kopftuch tragen, weil da alle drinnen sind mit Kopftuch und. Und wenn man dann irgendwas sagt, ist man ausländerfeindlich oder sonst irgendwas. Und das stimmt nicht. Und schuld sind die Politiker, weil sie das zulassen. Ganz anders. Österreich, wir haben diese Kultur, hier ist so zu leben, und wenn es in der Basis verschwindet, dass wieder dort gehen, wo es das gerne hätte. Sie haben sehr viel Richtiges gesagt. Sie haben absolut auch den Finger in die Wunde gelegt. Diese Runde ist da. Dieses Problem mit der Spaltung der Bevölkerung, mit der Zuordnung zu Gutmensch, Schlechtmensch ist gegeben. Das ist aber wirklich ein politisches Problem. Das ist nicht ein Problem der Bevölkerung, das ist ein Problem der Politik, das ist ein Problem der Medien. Und da ist es eigentlich unser aller Aufgabe, dagegen aufzustehen. Es ist nicht jemand ein schlechter Mensch oder ein Ausländerfeind, weil er Sorgen hat, weil er diese Sorgen artikuliert.
muss ja alles im Rahmen bleiben. Und Sie haben einen Satz gesagt, der mir sehr gut gefallen hat. Wenn Sie in der Lage wären, in der die Kriegsflüchtlinge sind, und von denen reden wir im Wesentlichen, weil das ist unser Problem, denen muss man helfen. Wenn Sie in der Lage wären, dann würden Sie auch gehen. Und Sie wären auch dankbar, wenn Sie aufgenommen werden und wenn Ihnen geholfen wird. Und Sie würden sich ordentlich aufführen. Aber es gibt auch bei uns Leute, die woanders hingehen würden und würden sagen, ich möchte aber das und das haben. Und das muss man den Leuten auch vorbeibringen. Wir werden das im Rahmen der Integration machen müssen, dass wir den Leuten unsere Werte beibringen. Und wenn das gelingt, werden wir es schaffen. Wenn uns das nicht gelingt und wenn wir uns die Dinge aufzwingen lassen, dann werden wir den Rechtsstaat, den wir haben und in dem wir leben dürfen, und das hat die Dame vorher Ihnen gesagt, das ist ja ein Glück. Wir haben ja ein Riesenglück, dass wir in Österreich auf die Welt gekommen sind. Wir hätten genauso gut in Syrien auf die Welt kommen können. Und ich habe vor 9 Jahren ein persönliches Erlebnis gehabt, ich war mit meiner jüngsten Tochter, die mittlerweile auch schon 31 wird bald, und mit meiner Frau zum Abschluss ihres Studiums auf einer 14-tägigen Reise in Syrien. Das war genau die Zeit, wo die Mohammed-Karikaturen waren, viele von Ihnen werden sich noch erinnern, und wo die dänische Botschaft in Damaskus angezündet worden ist. Meine Frau, meine Tochter und ich waren die einzigen aus einer Reisegruppe von angemeldeten 22, die sich hinuntervertraut haben. Ich habe 14 Tage Syrien erlebt, ich habe Syrien noch so gesehen, wie es in den Büchern ist, ich habe Palmyra noch gesehen, unzerstört. Und ich habe Menschen dort kennengelernt und erlebt, die wirklich großartig waren. Wir waren im Haus unseres Führers, das war ein gelernter Apotheker, der in Deutschland studiert hat, und aber dann wieder zurückgegangen ist und unten als Fremdenführer gearbeitet hat. Im Haus dieses Führers waren wir eingeladen. Seine 4 Kinder haben uns ihre Schulhefte gezeigt, seine Frau war eine Englischlehrerin, mit der wir uns sehr gut unterhalten haben können. Das waren keine Assad-Freunde, war eigentlich sehr, sehr kritisch, aber sie haben gesagt, es ist friedlich und man holt es aus. Und das, was wir jetzt haben, und warum die weggegangen sind, und die alle unterwegs sind, das ist, weil es niemand zum Aushalten ist. Und das passiert ist, was bei uns nicht passieren darf, nämlich keine Spaltung der Gesellschaft. Und schon gar nicht aus religiösen Gründen. Weil die Religion ist zwar sehr wichtig, ich bin selber ein gläubiger Mensch, aber deswegen am anderen ein Schema einhaben, das passt nicht dazu. So kommen die alle jetzt auf einmal daher. Ich habe in meiner früheren Tätigkeit oft die Gelegenheit gehabt, bei EU-Tagungen Österreich zu vertreten und bei diesen Generaldirektorenkonferenzen ist neben mir immer der türkische Beobachter gesessen. Mit dem habe ich mich sehr gut unterhalten und der hat seinerzeit schon vor 4 Jahren gesagt, sie haben in der Türkei insgesamt aufgebaut 4 Lager zu je 300.000 Menschen. Hat alles funktioniert. Da waren Schulen, es waren Gesundheitssysteme drinnen, Spitäler, alles war da. Dann durch die Situation in Syrien ist das Ganze eskaliert und dann sind auf einmal bis zu 450.000 Flüchtlinge in diesen Lagern gewesen. Bis zu 450.000. Und das war dann unerträglich. Und weiters, wieso sind die Leute weitergegangen? Weil sie immer noch gehofft haben, dass sie zu Hause eine Zukunft haben, dass sie wieder nachgehen können, dass sie das aufbauen können. Aufgrund der Kriegseignisse in den letzten Monaten war das für die Leute relativ klar, wir kommen da haben keine Zukunft. Und es hat nicht nur eines Satzes der Frau Bundeskanzlerin Merkel bedurft, sondern es war der Sättigungsgrad in diesen Lagern in der Türkei, die Sättigungsgrad der Unmöglichkeit, der Extrembelastung so hoch, dass die Leute ganz einfach marschiert sind. Und sie sind natürlich auch in Europa marschiert. Und eines kommt auch noch dazu. Das ist die Systematik der Schlepper. Das ist eine Riesenorganisation,
extrem professionell. Die haben unten sehr, sehr deutlich überall gesagt, dass auch in Deutschland nachgewiesenermaßen. In Deutschland gibt es 2000 Euro Begrüßungsgeld. Jeder. Jeder hat eine Wohnung, geht gleich ein Haus. Und die sich dann mit dieser Vorstellung losmarschiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie gehen durch Anatolien, Sie haben den Schlauchboden drinnen, Sie stehen vor jeder möglichen Zeile, Sie sind in Kunst eingefügt, Sie sind in Zügen eingefügt. Und bei jedem Schritt und bei jeder Belastung, die Sie aushalten haben, bei jedem Wetter, ohne jede welche Hygiene, denken Sie sich, ich gehe jetzt nach Deutschland, dort kriege ich aus, dort kriege ich Wohnung, da bin ich sicher, da geht es mir gut. Und jetzt jeden Tag, jede Stunde, jede Minute. Und dadurch entsteht dann bei den Leuten die Konditionierung, dass sie sagen, wir wollen nach Deutschland. Wir wollen nur nach Deutschland. Und das sind ihnen so eine wesentlich egal. Und auch wenn sie mal aus Deutschland nach zu, ja, glauben Sie wirklich, dass selbst Deutschland die Grenze lückenlos überwachen kann? In Deutschland steht momentan 6.100 Polizeibeamte entlang der Grenze bei der Grenzsicherung. Aber sie haben keine Möglichkeit, die grüne Grenze zu überwachen. Also das sind Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Und das bitte ich Sie auch zu bedenken. In welchen Situationen diese Leute sind, die da zu uns kommen. Das ist jetzt kein billiger Effekt aus Schrei von mir. Aber das versteht jeder, wenn er miterlebt. Und jeder von uns erlebt es mit über die Medien. Wie das auch schon. Denken Sie an solche schrecklichen Bilder. Jetzt haben wir wieder bei den Jahresrückblicken gesehen. Ein Kind, das am Ufer angeschwemmt wird, als er tot hat. Das sind Dinge, die sind ganz einfach von uns zu berücksichtigen. Und eine Sache, das hängt auch von uns ab, so wie den Anfangsherrlich. Wir haben schon langsam verlernt, unsere Kultur zu leben. Wir sind schon langsam dazu übergegangen, uns nur dafür zu interessieren, wie es uns gut geht. Wir haben unsere Werte teilweise verloren. Ich war unlängst bei Herrn Bischof, mit dem ich ein langes Gespräch geführt habe, der dann im Endeffekt gesagt hat, ja, und es ist ganz klar, die leben ihr Leben, die leben das. Unsere Kirchen sind leer, die Moscheen sind voll. Wir müssen schauen, dass unsere Kirchen auch wieder voll bekommen, dass wir unsere Werte, auch unsere religiösen Werte wieder haben. Unbedingt notwendig ist auch mit eigentlich auf unsere eigenen Aufgaben. Ja, das war eine schöne Rede und das glaubt in einer Rede und das ist auch so. Aber nur, wo kommen beispielsweise 365 Millionen her, wenn bei unseren Schulen gespart wird, unsere Kinder die Ausbildung dort gespart, bei den Pensionisten gespart, überall gespart und jetzt erfahren wir so 365 Millionen für die Flüchtlinge da. Wo kommt das dort jetzt her? Landesbudget für Soziales. Da geht es nicht nur um die Flüchtlinge, sondern das ist das gesamte System, das wir zu berücksichtigen und zu budgetieren haben. Der Teil für die Asylbewerber ist jetzt aufgestockt worden, wie auch das Budget, das Sozialbudget, und wir besorgen, wir natürlich, der Steuerzahler bezahlt das. So. Jetzt, bevor ich merke, dass es schon eine Aufbruchstimmung herrscht, jetzt wer der Moderator war und viele Fragen bekommen zu den Texten, nicht direkt beantworten können, möchte ich jetzt nur ein paar Dinge noch sagen. Und zwar, was die Sorge eigentlich sehr oft in den nächsten Meldungen um die Werte, die es zu vermitteln gibt, denen, die bei uns ankommen. Also auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Das ist mir sehr bewusst, weil ich schon vor über 20 Jahren mit Gruppen zu tun hatte, immer auch davor gewarnt habe, im Umgang, wie integriere ich und was hat das für Konsequenzen. Auch mit einem, der sich sehr gut auskennt, wie ich es vorher am Ansatz erwähnt habe, von der Universität, der einen Syrer, der in Deutschland studiert hat, der arbeitet für uns, speziell für uns als Pilotgemeinde, gerade eine Werteschulung aus, weil es ja auch darum geht, Verständnis zu erzeugen. Er hat sich
sich sehr viel damit beschäftigt und es ist wie jemand, der aus einem Gebiet kommt, wo 40 Jahre Krieg herrscht, eine andere Reaktion angemessen auf einen verbalen Angriff, wie es auf jemanden ist, der bei uns aufgewachsen ist. Und es ist ganz wichtig zu vermitteln, die einfachsten Dinge, und zwar in der Sprache, die er spricht, mit einfachen Leitfäden. Das macht er ihn an, warum ist er in Wirklichkeit das Scheinfleisch, nur weil es im Koran steht, oder liegt es vielleicht doch an den hygienischen Bedingungen, die da unten herrschen, und dann kann sich jemand einen religiösen Hintergrund überlegen. Warum essen wir Scheinfleisch, als bei uns im Ketter war, und wir es gebraucht haben zu einer körperlichen Entwicklung und einer Überlebensfähigkeit? Geht bis dorthin, dass sie erklären, dass eine Frau bei uns die gleichen Rechte hat wie ein Mann und dass man, wie man eine Frau behandelt, bis dorthin die Gründlichkeit unternehmen, weil es für jemanden tut, dann völlig unwissend die Art, die sind geschaffen, darüber nachgedacht, weil es durch Unterbringung aus der Höfe, wenn ein Schirm aufstellt, ein Tisch, eine Kommandierte funktioniert und bei uns am Land, wenn man die demokratischen Ausmaße ansieht, wird der Besitzmann als Anlagechef zustimmen, dass es dann irgendwas anderes ist und dass ich dann fast die Hälfte von meinem Einkommen durch selbstständiger oder unselbstständiger Steuern abzuführen.